künstliche Intelligenz betrifft mittlerweile uns alle. Deswegen sollten eigentlich auch möglichst viele Menschen über KI Bescheid wissen, um mitreden und mitgestalten zu können. Das Paradoxe ist allerdings, obwohl KI ein riesiges Medienthema ist, scheinen die Infos nicht überall anzukommen, weil in Studien gibt trotzdem ein Großteil der Bevölkerung an, kaum was über KI zu wissen. Am Robo-Psychology Lab erforschen wir daher, welche offenen Fragen es in verschiedenen Bevölkerungsgruppen zum Thema KI gibt und wie wir mit neuen, kreativen, originelleren Vermittlungsformaten KI-Wissen in der Breite fördern können. Und daraus ist die Idee entstanden, vielleicht sollten wir einfach mal über KI singen. Ein Lied über KI, das schreibt man nicht einfach so hin. Es soll informieren und dabei amüsieren und das besser wie ChatGPT. Ja, was ist eigentlich ein KI? In Wahrheit eine Technologie. Letztes Jahr haben wir gemeinsam mit dem Singer-Songwriter Blonder Engel einen ersten KI-Erklärsong released, der auf sehr humorvolle Weise zur Beschäftigung mit KI motiviert. A Little Ans über KI ist mittlerweile auf Spotify und YouTube veröffentlicht, wurde bei wissenschaftlichen Konferenzen präsentiert, wurde für Themenworkshops über KI verwendet und wir haben es den LinzerInnen am Hauptplatz vorgesungen. Das klingt doch wohin's, das bringt das Entscheidende am Ende. Jetzt im Sommer machen wir mit zwei neuen Produktionen weiter, die beide beim Ars Electronica Festival 2024 live in Concert Weltpremiere feiern werden. Und weil KI-Kompetenz nicht nur mit technischem Verständnis zu tun hat, geht es diesmal um wichtige gesellschaftsrelevante Aspekte von künstlicher Intelligenz. Erstens arbeiten wir jetzt gerade mit Spitzenartists an einem Hip-Hop-Track, der sich mit Klima- und Umweltauswirkungen von künstlicher Intelligenz beschäftigt, weil so wie Systeme wie ChatGPT aktuell gebaut sind, brauchen die nämlich ganz schön viel Energie, was uns als NutzerInnen oft gar nicht bewusst ist. Zweitens thematisieren wir die leider immer noch eklatanten Geschlechterungerechtigkeiten im KI-Bereich, weil KI liegt relativ fest in Männerhand oder es werden alte Geschlechterstereotype durch KI reproduziert. Und gerade weil KI ja eigentlich was ist, was uns alle etwas angeht, ist das was, worüber man sich durchaus empören darf. Und genau das werden wir auf der Bühne der Ars Electronica heuer machen. Und zwar erlauben wir uns dafür, eine alte Traditionsform des Spottgesangs zu nutzen. Und das Publikum darf gerne mit. Mädels, steht's zusammen im Kreis, ich sag euch was, ich weiß, in der KI gibt's viel zu wenig Diversity.